Seit über 3 Jahren gibt es die Nostalgietankstelle aus den 60er Jahren auf dem Kniebis. Eine Idee hat sich durchgesetzt. Ein Schließen der Tankstelle war vorgesehen, doch die Idee von Michael Zink war genau richtig. Kniebis, Nostalgie und Avia. Auch heute kommen sie, die Clubs aus dem Großraum Stuttgart mit ihren Cabrios und Oldtimern. Das Wetter ist okay, etwas frisch, aber trotzdem, manche sind offen angekommen. Getroffen und ausgesucht hat man sich Avia auf dem Kniebis, weil alles passt. Die Oldtimer, Nostalgie und viele Erinnerungen an das eigene Fahrzeug, wenn man es von Anfang an schon gehabt hat oder wenn man sich es als Kapitalanlage gekauft hat. Ein toller Club, ein toller Haufen. Er hat noch ein bisschen Probleme für seine Position richtig auszurichten, aber er wird es schon schaffen. Das Dach ist unten, so verliert er auch nicht die Übersicht. Und dann stehen sie da, auch für diejenigen, die gerade tanken und für diejenigen, die einfach mal wieder die gute alte Zeit der Autos sehen möchte. Und das ist hier gegeben heute bei Avia auf dem Kniebis. Mir hat es gefallen. Und ich beneide manche um ihre tolle Fahrzeuge. Wie weit der Tankwart mit dem Trinkgeld und mit dem Umsatz an Benzin zufrieden war, sagt er uns selber. Tank hat keiner.